Ja, herzlichen Dank, Frau Feil, Herr Schrader, Frau Heilig, für die einführenden Worte. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend Sie durch den Abend begleiten darf. Danke auch dafür, weil ich glaube, das wird sehr, sehr spannend oder auch das Thema der Tagung ist sehr, sehr spannend. Wie spannend, das ist mir jetzt gerade auch nochmal klar geworden, weil ich für eine Fernsehsendung am Recherchieren bin zu der Debatte um den Paragraph 219a. Da geht es ja im Moment, das ist der, wo es um Werbung für Schwangerschaftsabbruch geht. Da geht es darum, wird er abgeschafft oder nicht? Und auf einmal hängt dann auch schon wieder die ganze Diskussion um den Paragraphen 218 hinten dran, wo wir dachten, war das nicht irgendwie schon lange eigentlich geklärt und auch nochmal wieder geklärt nach der deutschen Wiedervereinigung. Aber jetzt sind die ganzen Fragen, auf einmal schwingen die wieder so mit in dieser Diskussion. Und es geht jetzt darum, wird dieser Paragraph 219a abgeschafft oder nicht? Und Sie haben es wahrscheinlich auch verfolgt, es geht ein Riss durch die Regierungsparteien, also es ist im Moment noch nicht klar, wohin die Reise geht. Angefangen hat ja das Ganze damit, dass Lebensschützer eine Gießener Ärztin verklagt haben. Dann gab es ein Urteil. Diese Gruppierungen sind auch auf andere Ärztinnen zugegangen oder haben die auch verklagt wegen bestimmten Äußerungen auf ihren Internetseiten. Das hat diese ganze Diskussion angezettelt, angefeuert. Und dann sind wir bei der Frage, was hat das mit der Tagung hier zu tun? Und das ist mir doch deutlich geworden jetzt im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe, sehr, sehr viel. Denn diese Debatte um Lebensschutz, um sexuelle Selbstbestimmung ist keine deutsche, es ist im Moment auch eine deutsche, aber es ist auch eine europäische. Und diese Gruppierungen erstarken in Deutschland, weil sie in Europa, im Europäischen Parlament, aber auch im zivilgesellschaftlichen Europa wieder eine andere Basis finden. Und so schließt sich leider dieser Kreis und es lohnt sich sehr darauf zu schauen, wie sind eigentlich diese Verbindungen der EU bis vor unsere Haustür, so wie Frau Heilig das auch beschrieben hat an den Frankfurter Beispielen. Es gibt sehr viel mehr Verbindungen, als man vielleicht erstmal so auf dem Schirm hat und das wollen wir uns ja jetzt heute auch Sie auch morgen und übermorgen oft bei der Tagung, aber auch heute Abend schon ein bisschen angucken. Das Europäische Parlament als Bühne für Anti-Gender-Bewegungen, das ist jetzt der Titel für die heutige Diskussion. Wir haben drei Vorträge, die uns berichten aus diesen Bereichen und anschließend eine Diskussion, bei der die Vortragenden auch dann dabei sein werden und Sie alle gefragt sind. Angereist sind für diese Runde Ulrike Lunacek aus Wien, Elena Zacharenko aus Brüssel und Veronika Dzebalska aus Warschau. Sie werden uns berichten von Beispielen von Anti-Gender-Politik und auch Bewegungen auf EU-Ebene, wie die zusammenwirken und das auch in Verbindung mit dem Rechtspopulismus. Ulrike Lunacek macht den Anfang. Sie war bis 2017 Europaabgeordnete der österreichischen Grünen und Vizepräsidentin des Europaparlaments war sie auch und unter anderem Berichterstatterin für die Roadmap gegen Homophobie, die sie 2014 gegen massive Widerstände durch das Plenum des Europaparlaments brachte, der sogenannte Lunacek-Bericht. Sie wird jetzt von Beispielen von damals und von heute berichten, wie Frauen- und Gender-Themen und Anliegen auf europäischer Ebene angefeindet und zurückgedrängt werden. Bitte schön, Frau Lunacek. Also zuerst einmal von mir auch vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier dabei zu sein und auch, dass Sie überhaupt diese Veranstaltung machen. Ich finde das, so wie auch die Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt haben, ein wirklich ganz zentrales Thema für die Demokratie in Europa. Und vieles davon spielt sich in anderen Teilen der Welt ja auch ab, aber wir sind jetzt nun mal hier. Und gerade auch für Frauen und auch für fortschrittliche Männer in diesem Land, weil es da um unsere Zukunft geht. Ich fange
kurz an mit etwas aus der Vergangenheit. Okay. Nämlich, wie komme ich selber dazu, zu diesem Thema zu arbeiten oder gearbeitet zu haben. Ich bin eine jener Feministinnen-Generation, so von Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ich habe im damals sehr konservativ-katholischen Innsbruck in Tirol, schöne Berge und so, aber sonst, es ist schon jetzt moderner geworden, aber damals war es schon noch sehr schwierig und wir haben so mit einer Aktionsgruppe von autonomen Feministinnen gemeinsam mit Frauen der Sozialdemokraten und zu Beginn auch mit einigen von der Österreichischen Volkspartei und den katholischen Frauen das erste Frauenhaus in Innsbruck ins Leben gerufen, mit Finanzierung auch davon. Das waren noch Zeiten, wo sozusagen Gewalt, häusliche Gewalt, häusliche Männergewalt oft als Kavaliersdelikt angesehen wurde. Ich meine, das ist zum Glück mittlerweile zumindest auf gesetzlicher Ebene überall vorbei, nicht, dass es sonst schon alles gut wäre. Ein zweiter Teil meiner eigenen Geschichte hat auch damit zu tun, mit dem Thema heute und morgen. Ich war 1995, also jetzt sind es bald einmal 23 Jahre her, die erste österreichische Politikerin. Ich habe das erste Mal damals für den Nationalrat kandidiert, für die Grünen, die offen gesagt hat, dass sie lesbisch ist. Ich habe nie eingesehen, warum ich das denn verheimlichen sollte, weil in wen du dich verliebst, das suchst du dir nicht aus, sondern das passiert dir. Und in Österreich gab es damals noch 3 Strafgesetze. Eines ein höheres Mindestalter für schwule Männer, nämlich 18 Jahre, während für alle anderen war 14, wobei Lesben kamen nicht vor, aber das ist manchmal so. Ein zweites war das Verbot von Werbung für homosexuelle Organisationen. Und das dritte war ein Organisationsverbot. Die beiden wurden nicht mehr geahndet, aber es gab sie noch. Also das war mein Einstieg damals. Es gab auch nur einen öffentlich bekannten schwulen Mann. Es war ein Fernsehmoderator. Also das ist sozusagen der Teil meiner Geschichte, warum sowohl feministische Fragen wie auch die Fragen der sexuellen Selbstbestimmung, der auch Rechten von sexuellen Minderheiten Teil meiner auch politischen und auch persönlichen Geschichte sind seit vielen, ja mittlerweile Jahrzehnten. Ich war dann 10 Jahre im Nationalrat, im österreichischen, in der großen Kammer des österreichischen Parlaments Abgeordnete und jetzt 8 Jahre lang Europaabgeordnete. So, anfangen möchte ich, und ich komme dann zu diesem Beispiel, das die Frau Moderatorin auch erwähnt hat, nämlich diese Roadmap gegen Homophobie, aber ich würde gern ein bisschen einen Rahmen setzen zu dem, woher diese ganze Gender-Ideologie ja kommt. Und ich hoffe, dass da die beiden anderen Referentinnen, dass wir da nicht dasselbe berichten. Aber ich möchte eingehen darauf, wo das denn herkommt. Ich war selbst 1994 bei der UNO-Bevölkerungs- und Entwicklungskonferenz in Kairo als NGO-Delegierte Teil der offiziellen österreichischen Delegation. Das hatten wir damals durchgefochten. Und in den Programmen, also zuerst einmal 1993 in Wien bei der Menschenrechtskonferenz, wurden das erste Mal Frauenrechte als Menschenrechte im UNO-Rahmen festgeschrieben. Noch nicht so lang her. 1994 in Kairo wurden Dinge wie diese sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte festgeschrieben in diesem Programm. Und ich habe dort etwas von dem erlebt, was wir heute auch erleben, nämlich eine unheilige Allianz vom Heiligen Stuhl, so heißt der Vatikan nämlich in der UNO-Sprache, mit Vertretern, durchaus auch einigen Frauen, auch manchen Vertreterinnen von sehr katholisch dominierten, vor allem einigen Ländern in Lateinamerika, Regierungen damals, und auch vom Iran und einigen anderen aus der muslimischen Welt. Also diese unheilige Allianz von religiösen Fundamentalisten, die hat es damals schon in gewisser Form gegeben. Es ist trotzdem ein sehr gutes Dokument geglückt und auch dann 1995 in Beijing, der Aktionsplattform, die auch in vielen Ländern umgesetzt wurde, das sind wirklich sehr, sehr fortschrittliche Dokumente für Frauenrechte. Und aus dem Widerstand gegen diese Dokumente kam dann von dieser unheiligen Allianz von damals, vor allem zu Beginn der Nullerjahre, so eine Koalition, die sich fortgesetzt hat und dann rund um, wenn wir jetzt die Europäische Union betrachten, 2004 vor
den Beitritt von 10 und dann 2007 noch 2 weiteren Staaten sehr wohl so ein beginnender Widerstand gegen das, was da auch auf europäischer Ebene an Fortschritten für Frauenrechte, für Gleichstellung, auch für Antidiskriminierungsrichtlinien vorhanden war und als europäische Gesetze in den neuen Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden mussten. Nämlich die Antidiskriminierungsrichtlinie gegen Rassismus im Beschäftigungsbereich und im Beschäftigungsbereich auch für alle anderen diskriminierten Gruppierungen, also aufgrund des Alters, der Weltanschauung, der Religion, der sexuellen Orientierung und der Behinderung, wenn ich jetzt hoffentlich keine vergessen habe. Das waren Richtlinien von 2000, die umgesetzt werden mussten, auch in den neuen Mitgliedstaaten. Die Antidiskriminierungsrichtlinie für den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen für alle Gruppen außer denen aufgrund des Rassismus, die ist bis heute nicht umgesetzt. Die wurde 2008 von der Kommission vorgestellt, im Rat bis heute blockiert. Das Europaparlament hat sie 2009 auch gefordert und seitdem immer wieder. Das ist die, wo es zum Beispiel geht, also sehr wohl auch behindertengerechten Zugang. Das war ein Grund, warum in Deutschland die, welche Farbe war das, schwarz-gelbe Koalition auch dagegen war. Aber auch aufgrund so Dinge wie zum Beispiel, wenn man eine Wohnung, wenn man eine Wohnung hat und sie vermietet und du möchtest sie aber nicht einem schwulen oder lesbischen Paar vermieten, dann ist das europaweit nicht verboten. Du darfst nicht sagen, du magst es nicht an jemanden vermieten, wer schwarz ist. Das ist verboten in jedem Land der EU. Aber aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Religion oder der Weltanschauung ist es nicht verboten. Also vielleicht so ein bisschen diese Gesetzeswerdung. Und das hat in manchen der neuen Mitgliedsländer, gab es damals schon so Proteste dagegen, so ungefähr. Jetzt kommen die daher aus Brüssel, aus dem Westen und wollen uns das aufzwingen. So wo wir jetzt endlich einmal wieder eher noch nicht lange seit dem Ende des Eisernen Vorhangs auch unabhängig sind. Ja? Jetzt kommt sozusagen die Europäische Union und drückt uns das auf. Und ich war selbst, seitdem ich im Europaparlament war, seit 2009 des Öfteren und auch vorher schon, bei Regenbogenparaden in jenen Ländern, wo es noch nicht so leicht ist, wie in Deutschland oder in Österreich, auf die Straße zu gehen und für gleiche Rechte, für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersex-Personen zu demonstrieren. Und da gab es oft Schilder von den Gegendemonstranten, manche auch gewalttätig, wo dann stand, EU ist gleich SU, also Sowjetunion. Also das vielleicht um diesen Kontext in den Ländern, die aus dem sozusagen von unserer Perspektive, von hinter dem Eisernen Vorhang, von ihrer aus Polen und Ungarn, von vor dem Eisernen Vorhang oder wie immer sie das genau dann bezeichnen, gekommen sind. Also diese, das hat, da war tatsächlich so ein beginnender Widerstand gegen das alles da. Und es ist sowohl die Frage der sexuellen Orientierung, wie auch die, ist ja auch schon genannt worden, Abtreibung und Empfängnisverhütung auch, nicht ganz so schlimm, aber auch. Und was die Abtreibung betrifft, da ist halt das Problem auf europäischer Ebene, dass das weiterhin Mitgliedstaatenkompetenz ist und die Europäische Union zu diesem Thema keine Kompetenz hat. Das haben die Mitgliedstaaten, die Regierungen versucht, also nicht nur versucht, sondern auch bisher zu verhindern geschafft. Genauso ist, wenn es um das Familienrecht geht. Also die Frage der Ehe für Lesben und Schwule ist eine, wo die Kommission zum Beispiel keinen Gesetzesvorschlag machen darf. Also sie könnte es tun, aber es ist völlig klar, dass das nie im Leben durchgeht, weil sie die Kompetenz dann nicht dazu hat, weil Familienrecht weiterhin Sache der Mitgliedstaaten ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Regelungen gibt, wo die Kommission und auch das Europaparlament selbstverständlich schon dafür da sind, um auch diese Rechte voranzutreiben. Also zum Beispiel über die Personenfreizügigkeit, also beziehungsweise die Freedom of Movement, also die Tatsache, dass jede und jeder EU-Bürgerin und Bürger in jedem Land der EU leben und arbeiten darf. Was heißt das nun für ein gleichgeschlechtliches, verheiratetes Paar aus Spanien, eventuell sogar mit Kind, wenn sie in der Slowakei leben wollen? Dort gibt es nicht einmal gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Das heißt, die sind
in diesem anderen Mitgliedstaat Fremde für ihr Kind und auch zueinander. Das heißt, das sind Dinge, wo sehr wohl EU aus der Möglichkeit ergibt, über EU-Recht hier Dinge weiterzutreiben. Aber auch das, gegen das gibt es massiven Widerstand. Und es geht jetzt um die Frage, wie hat sich das im Europaparlament verändert? Sie haben in Ihren Unterlagen, vorbereitet von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, so eine schöne Tabelle, welche Partei, welche europäische Fraktion, wie viele Abgeordnete hat. Und wir haben 2009 noch, also von zwei, das ist der Stand 2000, also jetzt der aktuelle Stand 2018. Aber wir haben zwischen 2009 und 2014 noch im Europaparlament, wenn wir Sozialdemokraten, Liberale, Grüne, Europäische Freie Allianz plus die Linke zusammennehmen, und die Liberalen sind bei diesen Menschenrechtsfragen auf unserer Seite. Bei anderen nicht, aber bei denen schon. Wenn wir die zusammennehmen, hatten wir von 2009 bis 2014 468 Abgeordnete, also eine gute Mehrheit von 766. Seit 2014, seit der letzten Wahl, ist das gekippt. Jetzt haben wir, aktueller Stand jetzt, von 751 Abgeordneten sind nur 360 mehr dieser Mitte-Links-liberalen Seite zuzuordnen. Das heißt, hier gibt es nicht einmal mehr eine einfache Mehrheit. Das heißt jetzt nicht, dass nicht manchmal auch manche aus der Europäischen Volkspartei oder von der Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien, die mit UKIP, also mit der UK Independence Party, in einer gemeinsamen Fraktion sind, dass die nicht manchmal auch mit uns stimmen. Aber wir können nicht mehr davon ausgehen, dass das tatsächlich Dinge durchgehen, so relativ einfach, wie das früher der Fall war. Relativ. Ja. Und ich sage das deshalb, weil nächstes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr und ein Monat, sind erneut Europawahlen. Und das wird ein ordentlicher, jetzt verwende ich das Wort Kampf, sein, um hier gerade, und ich sage jetzt einmal, unsere Anliegen auch so in den Vordergrund zu stellen und zu sehen, dass da auch wieder, wenn schon nicht Mehrheiten, aber dann doch sehr starke Stimmen auch im Europaparlament vertreten sein werden. So, und jetzt komme ich zu ein paar der konkreten Beispiele, die auch ich erlebt habe in meiner Arbeit. Bevor ich noch erzähle über diese Roadmap, die Strategie gegen Homophobie, erzähle ich von dem Estrela-Bericht. Edita Estrela war eine sozialdemokratische portugiesische Europaabgeordnete, die 2009 bis 2014 im Europaparlament war, und die einen Bericht verfasst hat, sogenannten Estrela-Bericht, wo es unter anderem darum gegangen ist, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte heißen, dass Frauen, und auch wenn es sie betrifft, Männer, informierte Entscheidungen treffen können über die Frage von Verhütung, über die Frage, wie viele Kinder zu kriegen, über die Frage, welche sexuellen Beziehungen Frauen und Männer haben, und dann auch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen können. Klingt doch recht vernünftig, oder? Ja, haben wir uns auch gedacht. Tatsache war dann, dass vor dieser Abstimmung, das war im Herbst 2013, dann im Plenum auch im Herbst 2013. Und davor haben wir das erste Mal in dieser Vehemenz diesen Zusammenschluss von, in dem Fall vor allem, also christlich-fundamentalistischen Gruppierungen gesehen, die massiv über E-Mails, über auch Veranstaltungen, über Medienberichte protestiert haben gegen diesen Bericht, weil sie gesagt haben, der verlangt, dass Abtreibung auch in jedem Staat umgesetzt werden muss und legal sein muss und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Wobei das so nicht stimmt. Es war die Empfehlung drinnen an die Mitgliedstaaten. Ja? Aber nicht, das war auch kein Gesetzesbericht. Das Europaparlament darf ja nicht selber Gesetze vorschlagen. Ja? Wir können nur, wir konnten nur Gesetzesvorschläge der Kommission übernehmen und dann mitbearbeiten. Aber das Europaparlament darf auch seit dem Lissabon-Vertrag Vorschläge machen, wo die Kommission dann innerhalb eines halben Jahres klären muss, ob sie was damit macht oder nicht. Ja? Also jedenfalls dieser Estrela-Bericht, da ging es eben auch um den Zugang und den informierten Zugang zu
Sexualerziehung, zu Verhütung und zu sicherer Abtreibung. Dieser Begriff der sicheren Abtreibung, der kommt aus dem Papier der UNO-Konferenz zur Bevölkerung und Entwicklung in Kairo, wo das nämlich auch so formuliert wurde. Nämlich, dass es ja vor allem darum geht, dass Schwangerschaftsabbruch sicher stattfinden soll. Weil stattfinden tut er. Auch wenn es noch so verboten ist und wenn noch so hohe Strafen drauf sind. Also dieser Begriff des Zugangs zu sicherer Abtreibung, der hat auch diese ganzen Familienschützer und sonstige Leute auf den Plan gerufen. Und da gibt es zum Beispiel eine Webseite, das nennt sich Wikimania, also M-A-N-N-I-A. Manche von Ihnen kennen das wahrscheinlich. Da ist dann von der Frauenbevorzugung die Rede und solche Diktionen. Ja. Also wir haben aber gemerkt, dass es hier diese Gruppierungen gibt, die sich sozusagen mit auch sehr clever und sehr wohl auch, denke ich, mit viel Geld dahinter eingesetzt haben und hier massiv sozusagen gegen das Europaparlament vorgegangen sind. Und in dem Fall, was den Estrella-Bericht betroffen hat, ist es ihnen leider auch gelungen, den Bericht, dass er abgelehnt wird, mit einer knappen Mehrheit. Aber sie haben es geschafft, Abgeordnete unter Druck zu setzen, die sich dann vielleicht auch nur enthalten haben oder die es nicht mehr gewagt haben, weil sie ja, das war kurz vor der Wahl 2014, weil sie ja daheim wieder gewählt werden wollten. Also gerade bei den Konservativen, auch wenn sie selber eine andere Meinung hatten, aber weil sie Angst haben, dem Druck daheim nicht standzuhalten, ist es leider nicht durchgegangen. Ein paar Monate später, im Februar 2014, habe ich diesen Bericht über die Forderung nach einer Strategie gegen Homophobie und für die Gleichstellung von Lesben, von LGBTI-Personen zuerst im Ausschuss gehabt und dann am 4. Februar 2014 gut durchs Europaparlament gebracht mit einer Mehrheit von 394. Also da haben auch manche von der Europäischen Volkspartei mitgestimmt und von den britischen Tories. 176 dagegen und 76 haben sich enthalten. Aber was davor passiert ist, das war wirklich, also in dem Ausmaß hatten wir das im Europaparlament noch nicht erlebt. Ich habe in meiner Mailbox in der Woche davor 40.000 E-Mails gehabt. In einer Woche. Also meine Mitarbeiterinnen mussten quasi die Arbeit einstellen, weil sie keine normalen Mails mehr gefunden haben. Meine Website wurde gehackt. Ich meine, man weiß nie von wem, aber dass das gerade dann passiert ist, war schon etwas seltsam. Und vor allem die Argumente, die da verwendet wurden, das waren zum Beispiel die, und Sie können das, wenn Sie mit einem Nachschauen auch weiterhin finden, wo gesagt wurde, dass die Lesben und die Schwulen, also LGBTI-Personen oder wie immer wir dann genannt werden, die Homosexuellen, die bekommen dann ein Vetorecht über jedes Gesetz. Weiß nicht, ob das gescheit wäre, aber nicht unbedingt. Aber das war ja gar nicht die Intention. Ja? Und es war ja auch kein verbindlicher Bericht. Es war nichts, wo der Rat dann etwas tun muss. Es war nur der Wunsch danach. Denn es gibt auch eine Strategie für Menschen mit Behinderung, es gibt eine Strategie zu Frauenrechten, es gibt eine Strategie für die Roma-Bevölkerung, warum soll es denn keine geben gegen Homophobie? Ja, also, ja. Das zweite Argument war, und das habe ich noch, also wie man überhaupt auf die Idee kommt, habe ich das wirklich spannend gefunden, die haben dann argumentiert, weil jetzt Lesben und Schwule oder LGBTI-Personen besondere Rechte bekommen werden, setzt das die Universalität der Erklärung der Menschenrechte außer Kraft und privilegiert die Lesben und die Schwulen. Na schlimm, oder? Also, das waren wirklich Argumente, wo du dir gedacht hast, jeder vernünftige Mensch, der sich die Texte anschaut, wird sagen, nichts dahinter. Aber die haben es geschafft, hier wirklich massiv Werbung zu machen. Und das sind Organisationen wie, ich glaube, die kommen auch in ihrer Übersicht vor, Citizen Go. Und in Spanien Asteoir, ich glaube in der Slowakei gibt es das auch, und es waren einzelne Staaten, die hier diese massive Werbung gemacht haben. Es ist mir trotzdem gelungen, es durchzubringen. Ich glaube, mit dem Unterschied, dass wir, also ich und meine sozusagen Mitverhandlerinnen und Verhandler, geschaut haben, dass wir keine Formulierung drinnen haben, wo der Verdacht aufkommen könnte,
wir zwingen die Mitgliedstaaten zu etwas. Ja? Also das ist dann oft so eine Frage, wie formulierst du das? Wo schaust du, dass du noch zum Beispiel eine sehr gute, also in unserer Sicht konservative Abgeordnete aus Malta, die war mit mir die Verhandlerin für ihre Fraktion dafür. Und mit ihr sind wir dann zusammengesessen und gesagt, okay, wie schreiben wir das um, dass es immer noch das meint, was wir wollen, aber du kriegst das dann bei mehreren von deiner Fraktion durch und nicht nur bei dir. Ja? Also das sind dann auch so Prozesse und das hat zum Glück funktioniert. Es gab dann die Frage der Umsetzung dieser Roadmap, da wurde es dann schon schwieriger. Die nächste Kommission, die jetzige also, die wollte zuerst gar nichts tun, auch aus Angst, dass sie es im Rat nicht durchbringt, weil die Regierungen, also Ungarn, Polen, ein paar andere, das nicht wirklich geschätzt haben. Und sie mussten es nicht durch den Rat bringen in der Form, oder sie haben es dann auch nicht durchgebracht, weil Ungarn ein Veto eingelegt hat, einen Aktionsplan aufgestellt, wo die meisten der Forderungen, die ich in der Roadmap habe, drinnen waren und wo sie auch einiges davon umsetzen, aber sehr zäh. Im Rat gab es ein Veto von Ungarn und insofern haben nicht alle Mitgliedstaaten mitgemacht. Und es gab dann auch noch einen Ratsbeschluss im Juni 2016, der zwar gut war, weil sie gefunden haben, ja, sie werden hier einiges tun, um gegen Homophobie vorzugehen. Und das sind so zum Beispiel so Dinge wie im Rahmen der Polizei bessere Ausbildung der Polizei zu machen, ja, damit sie wissen, was zu tun, wenn sie zu einem Fall gerufen werden, wo Lesben oder Schwule oder Bi- oder Transpersonen dabei waren. Es macht ja Sinn, dass sie sich besser auskennen. Ja. Das Einzige, was dann passiert ist, was so quasi, ich habe das als trojanisches Pferd bezeichnet damals, dass nämlich eine Referenz zu den nationalen Identitäten und den verfassungsmäßigen Traditionen der Mitgliedsländer hineingekommen ist. Ja? Sonst wäre es gar nicht durchgegangen. Und das ist natürlich etwas, was heißt, wir beziehen uns auf die traditionelle Familie und auf alles, was das heißt. So. Um nicht allzu lang zu werden, möchte ich schließen mit, und wir können dann ja in der Diskussion, denke ich, noch einiges dazu nehmen. Es gab 2013, glaube ich, war es, im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative den Versuch von genau diesen Lebensschützer, Familienschützer, wie immer Gruppen, eine europäische Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, die heißt One of Us, also eine oder einer von uns, wo es darum geht, dass keine EU-Gelder mehr fließen sollten, so ähnlich wie Bush das schon in den USA gemacht hat und Trump jetzt wiederholt, dass keine Gelder in Entwicklungszusammenarbeit gehen dürfen, wo im weitesten überhaupt nur über irgendwas mit, wo irgendwas mit Abtreibung zu tun hat. Das war diese Initiative, die Kommission hat die abgelehnt. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt vor wenigen Tagen gesagt, die Kommission hat Recht gehabt, das abzulehnen. Also es gibt schon auch noch Erfolge in diesem Zusammenhang. Und wenn wir dann so übergehen zu dem, was können denn wir tun? Wir haben im Europaparlament gemeinsam mit zahlreichen Organisationen, auch IPPF, das schon erwähnt wurde, die IPF, dann eine Allianz All of Us gegründet, also wir alle. Und da gibt es öfters Veranstaltungen und Initiativen dafür, um einfach klarzumachen, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen, was wir erreicht haben und dass wir zum Teil auch noch mehr wollen. Ein letztes, im Europarat gibt es solche Initiativen auch. Erst vor wenigen Wochen haben 333 NGOs, vor allem initiiert aus Bulgarien, aber aus vielen anderen also Staaten, die 2004, 2007 beigetreten sind, aber auch einigen der alten Staaten, einen Brief geschrieben an die Kommission, wo sie sagen, dass die Istanbul-Konvention geändert werden muss, um jene Dinge, wo es um sowas geht wie Rechte von Frauen, weniger Gewalt gegen Frauen. Istanbul-Konvention ist die Europarats-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, die wirklich sehr viel, also wo schon sehr viel erreicht wurde. Und die wollen die jetzt wieder abschwächen. Ja. Also diese Tendenzen, die gibt es. Ich finde auch, wir müssen uns gemeinsam dagegen wehren. Es gibt auch Möglichkeiten dafür und ich freue mich darauf, mit Ihnen auch darüber diskutieren zu können. Danke. Ja, das nehmen wir natürlich mit in die Diskussion gleich nachher. Vielen Dank, Frau Lunacek. Fragen, die Sie jetzt haben, bitte merken. Wir gehen ja nachher dann in die Runde, in die Diskussion und dann stellen wir auch alle Fragen, die es an die einzelnen Referentinnen
gibt. Jetzt kommen wir zu Elena Zacharenko. Wir waren ja jetzt sehr nah am EU-Parlament und jetzt gucken wir noch ein bisschen raus aus dem parlamentarischen Bereich, aber noch nicht ganz raus. Wir beschäftigen uns, oder Elena Zacharenko ist unabhängige Politikberaterin in Brüssel mit dem Schwerpunkt auf Menschenrechten und Entwicklung. Früher hat sie unter anderem auch für Amnesty International gearbeitet. Sie wird uns berichten, auch von ihrer Studie aus 2017 über Anti-Gender-Bewegungen und Organisationen, die auf dem europäischen Parkett aktiv sind, auf Parteiebene, aber auch zivilgesellschaftlich. Frau Lunacek hat ja schon einiges genannt. Bitte schön, Frau Zacharenko. Thank you very much for inviting me. And I was saying before, we'll mainly stay with the European Parliament actually. I'm very pleased to be here. I'm here to present some of the research that I did it started out as research on anti-choice movements and actors in the European Parliament, and it sort of broadened into being very quickly it became clear that you can't really separate the sort of anti-choice or anti-abortion activists from activists and movements active on a much broader agenda. And so for ease of reference, I will be referring to them as anti-gender actors and movements. And these are organizations and individuals who oppose a wide variety of, a wide scope of issues that not only have to do with reproductive health and reproductive rights, but also very often touch on issues or very much are centered on issues of LGBTI rights, comprehensive sexuality education. Okay, maybe that's easier. Yeah. Okay. Anti-gender movement, which by the way is a contested term because it implies that we sort of on the other side have an understanding and agreement of what gender is, and of course there's not really an agreement on that. It varies from people and researchers who use the term to mean gender identity to using it as a signifier of power imbalances in society. But just to make life easier for ourselves when we're talking about these issues, I will be using the term anti-gender to refer to any movement that opposes this broad scope of sort of feminist theory, sexual reproductive health and rights, gender studies, contraception, LGBTI rights. These tend to be the same movements and the same individuals who are active within them. So when I first started researching their influence in the European Parliament in 2016, this was not a new phenomenon, but it was not a phenomenon that many people were talking about, at least in Brussels. And there was I got a lot of very surprised reactions and people saying like, what do you mean these people exist and are active in Brussels, but we're so progressive and this is something that maybe happens in the US, but definitely not here. So now it's really great to see that this whole conference is about this and panels. So at least we're discussing the topics. So what are these organizations and movements opposing? Well, actually Ulrike's sort of spoiled my surprises by but the two sort of broad streams of at EU policy level, what is being opposed by anti-gender actors is, or the two goals that they have. The first one is to remove or water down any reference to sexual reproductive health and rights or anything that mentions gender. Basically, and replace it by equality of women and men, because it's part of this sort of big
idea of you know that that's this sort of uniting gender ideology that is being imposed. So here is an example. I've actually included a part of an email that Ulrike was referring to before, the types of emails that were being sent around ahead of the vote on the Estrella report by one of the main anti-gender actors in Brussels. It's an organization called the European Dignity Watch, and it's sort of a think tank NGO whose objective is basically to combat the gender ideology and the SRHR agenda in Brussels. And the second goal refers to the EU funding indeed for sexual reproductive health and rights in its development policy, because this is the only area where the EU can provide any funding for SRHR. Due to the fact, as was said before, the EU has no competence on health internally, so it can only exercise any sort of programming and funding on promoting reproductive health outside of its borders and through its development policy. So there was a European citizens initiative called One of Us that was launched. So in case you're not familiar, this is a relatively new tool that was introduced, I think, in 2014. Basically 2000? Okay, yeah, sorry, 2009. Yeah. So this is the idea that if 1 million European citizens get together, they can make a legislative proposal, and the European Commission has to consider it. And indeed, there was an alliance formed between different anti-gender organizations from across Europe that collected signatures under a petition, and it was actually one of the most successful petitions that that were ever launched under the ECI process. They collected 1.7 million signatures when they only needed one. And as Ulrike mentioned, the European Commission shut down the petition on the grounds of it being sort of not in line with EU law. However, this served as a launch pad for these organizations to form a federation, a Europe-wide federation, and they actually now have a very well-established framework of communication. They organize annual summits. They stay in touch. So the process of launching this petition, even if it was not successful, has led to better coordination at international, at European level between the different organizations. Now, when it comes to the European Parliament itself, I've analyzed various different documents that are available. And so I was looking at the current legislature, so 2014, 2019, so that's coming to an end next May. And from the different petitions that people sign, letters, legislative amendments they put forward to reports, various questions posed in plenary, I've come up with a list of at least 109 MEPs who are supportive of these broadly defined anti-gender causes. Now, this is not actually a lot. It's 14.5% out of 750 MEPs, so this is not some sort of groundswell force that, you know, is coming to get us. But there are some very dedicated individuals in this group who are whose sort of main objective, it seems, within the European Parliament is to is to promote this sort of anti-gender agenda. And when you look at the proportional composition, by the way, every single group in the European Parliament had at least one of these representatives, apart from the Greens. The biggest group proportionately was in the European People's Party, 20%. And this is still not a huge amount, but the European People's Party, being the largest group, has a big agenda-setting power on the European Parliament stage.
it can influence the type of reports that are being put forward, apart from just, you know, voting down, because as Ulrika mentioned, there is still a majority that can be formed to sort of overcome EPP opposition if need be. But in terms of actually setting the agenda, they have a very large influence on what gets put up to debate. Very often, and you know, refusal from the EPP to cooperate on something can actually block the process in certain cases. And here, actually, we have a nice photo of some MEPs, some of the more sort of hardcore opponents, who started a working group on human dignity, where they debate various issues relating to sort of you know, bioethics, as they call it, or most often it's to do with reproductive health and rights, and you know, how to oppose them. However, This is all sort of not happening in a vacuum. It's not, you know, I want to counter a little bit this narrative that the EU is this progressive force, and all of a sudden, you know, out of nowhere, that this is coming up. Well, first of all, I was looking at the current legislature, but there were moves against SRHR progressive texts also previously. In 2002, there was a very strong opposition to the precursor of the Estrela report, which did not succeed, but it was the first time that probably such a large-scale lobbying campaign that was very similar. I think at the time it also involved faxing people's offices, so it was slightly in a different era. So this is a trend that sort of existed also previous to the EU's enlargement to the east. It's not really something completely new. It's just that now we see a professionalization of the movement. As I was mentioning before, there's the specific organizations that have started opening up their offices, US organizations or European branches of US organizations that started opening up their offices in Brussels, where they hire very professional staff who approach the EU institutions in exactly the same way any NGO would approach the EU institutions. They have lobbying strategies and techniques, so there's a much more sort of organized and professionalized approach to lobbying the EU on these issues, but it's not something that's appeared overnight. And I want to talk a little bit about the why. And I think part of the reason of the why is the fact that the EU is actually lacking a normative power to enforce its values. So it's you know, it holds gender equality as one of its prime values, but in terms of policy making and actual programming, it doesn't have any competence in the area of reproductive health, for example, which I think most people would agree is a key component of ensuring gender equality. But the EU actually only legislates for gender equality when it comes to employment policy, labor policy. So it's coming, actually, if you look at the origins of the deeply held value of gender equality at EU level, it's market optimization. It's ensuring that market conditions in different member states are comparable. So the actual origin of like equal work for equal pay in the EU comes from competition between member states, and you know, one member state not wanting the other to have a more competitive edge by employing women at a lower rate, at a lower pay. So this sort of labor optimization angle from which the EU is coming on gender equality is actually contributing to its weakness in addressing
other issues that come up with regards to this. And what we see in Poland right now is, I think, a prime example of this, where there's grave attacks on women's reproductive health and women's reproductive rights, and the EU is completely unable to react to them because there is no, it has no political power to do so. It has, it holds these values, but it has no means of enforcing them among its member states. And so what can we do to address this? Well, hopefully we can start moving away from this neoliberal approach to gender equality, which aims at sort of labor market optimization, and towards social policies that include policies on reproductive rights and reproductive justice. Voilà. Thank you. Herzlichen Dank, Frau Zacharenko. Das war doch auch sehr eindrücklich. Und ich finde gerade diese Punkte, die Sie jetzt am Ende nochmal gebracht haben, was kann die EU tun, was kann man überhaupt, was können wir tun, diese Punkte nehmen wir unbedingt mit in die Diskussion dann gleich. Aber erst ist Frau Cibalska dran. Weronika Cibalska kommt aus Warschau, ist Soziologin und in ihrer Forschung mit Militarismus, nationaler Sicherheit und rechtspopulistischer Politik aus einer kritischen Gender-Perspektive beschäftigt. Sie ist im Vorstand der polnischen Gender Studies Association und bei der Polish Academy of Sciences. Seit 2012 hat sie festgestellt, wachsen auch transnationale Anti-Gender-Bewegungen. Auch das klang ja eben schon mal an, was das mit den Monstern für das neoliberale Projekt zu tun hat. Monster, so nennt sie das. Das wird sie uns jetzt berichten. Bitte schön. Okay, thank you very much. I hope you can hear me. So I will, in my presentation, I will try to maybe move beyond what has been said so far, just to not repeat myself. Move beyond this institutional level and actually look at the level of public support for these groups. And I'll try to offer a bit of a different take, which is based on the research we've been doing with an international team of feminists for quite a while now. But I will start with a quote. Being in prison and grappling with a crisis of the ruling order in his own time, Antonio Gramsci wrote, "The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time for monsters." And I believe that today we are once again faced with the reality where the old consensus that we have all supported is crumbling, and the governing parties are losing their ability to govern through consent, at least in some regions in Europe. I have the privilege of coming from one of these countries, so I certainly know what I'm saying. As British sociologist Sylvia Wolby observed a few years ago, we are in fact living in a time of a cascading crisis. The financial crisis has led to an economic crisis, which then led to a fiscal one, which then became a political crisis, and now is on the verge of becoming a democratic one. And in my talk today, I want to take a closer look at one particular monster arising out of this cascading crisis, namely mobilizations against gender. And I will first briefly talk about what we already know about these mobilizations, thanks to the various efforts of scholars and feminist policy experts in Europe. But then I will try to argue and convince you that there is a need to shift the focus from the monster itself to the crisis from which it emerges. And I think coming from Poland,
where this anti-gender mobilization started many, many years ago. 2012, we already had the first signs of it, and we kind of got used to this monster. And I think we already moved from this level where we were just shocked and trying to defend the status quo to the level of actually asking questions about what is happening and why the public support is so strong and increasing. Okay, but can we pinpoint when this monster began to take the shape of transnational mobilizations against gender? And I believe the current wave of social movements and new political illiberal projects opposing gender as an enemy figure began paving its way through the continent around 2012. And the triggers for these campaigns have greatly varied across countries, but the general targets seen through these national mobilizations are always the same. It's women's reproductive rights, sexual minority rights, gender equality policies, gender mainstreaming, sexual education, and gender studies as an academic field. For example, in Poland, the campaign initially revolved around the Istanbul Convention, which was protested by right-wing mobilizations. In Hungary, it was triggered by a launch of a gender studies program at a state university. As you know better than me, in Germany and Austria, the main issue seemed to be gender mainstreaming, at least in the beginning phases. And in France, it was same-sex marriage. And these versatile issues have been opposed by these movements under one label, gender ideology, sometimes gender theory, sometimes called culture of death, and sometimes genderism, depending on the national context. And thanks to the work of feminist academics and experts, we begin to better understand movements opposing gender in terms of their actors, their ideological underpinnings, and their strategies. So what do we know about them? Some of these things we have already been mentioned, but I'll try to focus on the ones that we didn't really touch upon. And initially, when these campaigns unraveled, scholars writing about anti-gender movements usually treated them as national occurrences, as national backlash against advancement of women's rights. But we have all soon observed that they are in fact transnational movements. And scholars then started pointing to similarities in their discourse and in the images they use. For example, Elżbieta Korolczuk in Poland observed that across different countries, evocative vocabularies such as the figure of a child in danger or the figure of EU being parallel to communism, which we already mentioned today, have been used to mobilize fear. Financial and personal connections between various national movements have also been monitored, among them the involvement of the Roman Catholic Church, neoconservative NGOs, as well as Western anti-gender intellectuals like Gabriel Kubi or Tony Anatrella, which are touring Europe and supporting local anti-gender networks, oftentimes in Central European countries. A common trope in research has also been monitoring actors opposing gender ideology and pointing to the similar means of action employed by them. And this is actually interesting, that rarely resorting to direct violence, these movements often use the very means which lie at the heart of democratic politics, such as referendums, marches, demonstrations, internet platforms, petitions, and NGO advocacy. Another popular strand of research has been dedicated to the movement's common ideological anthropological basis. Scholars like David Paternot in Brussels have observed that the movements all draw from the social teachings of the Roman Catholic Church and from papal writings from the 80s onwards. And there are three key concepts in those writings that those movements use. One of them is the re-evangelization of fallen away Christians. The other one is the centrality of marriage and traditional family. And the last one, most important for us, is the complementarity of the sexes, the idea of equal dignity between men and women instead of gender equality. Now,
Because of the centrality of the concept of gender for all these mobilizations, experts have tended to consider them simply as a new wave of anti-feminism, opposition to advancement of women's rights. In 2015, together with Hungarian political scientist Esther Sus, we evaluated responses of progressive actors to this transnational war on gender, and we found that the dominant way that they frame these movements has been as a backlash against women's rights. Anti-gender movements, it has been widely held, have turned feminism into a boogeyman that they used to roll back decades of progress. Everyone was called on to join their forces to defend the current equality paradigm. However, and this is where the new take comes in, before we rise to the call of defending the status quo, we must first understand the contradictory nature of progress that has been made under this paradigm. And Elena already mentioned it briefly when she was talking about this neoliberal take on equality that the EU has taken at some point. As critical feminist scholars have alerted us, the progress made under the current public gender regime has been more elusive and more uneven than we would like to believe. In fact, according to AIGA Gender Equality Index 2017, in many areas such as employment, education, health, and unpaid care, advancements in reaching gender equality have stagnated in the last two decades. Moreover, as the British Institute for Public Policy Research reported in 2013, the changes have tended to profit professional women much more than those working in unskilled positions. As British feminist Susan Watkins recently reminded us, and here I quote, "Advances in gender equality have gone hand in hand with soaring socioeconomic inequality across most of the world. And economic equalization has largely been a consequence of male wages decreasing." And following this line of research provided by feminists such as Nancy Fraser in the US, Sylvia Wolby and Susan Watkins in the UK, Andrea Petu and Esther Kovacs in Hungary, it is understandable why the articulation of the opposition to the old order in anti-gender terms is so successful today. I think it is so successful because it is grounded in very real contradictions created by this globalized neoliberal model and the fact that mainstream feminism has unfortunately often colluded with it. In the realm of gender relations, this neoliberal consensus took the form of what Beatrix Campbell called neoliberal neopatriarchy. This gender regime waved gender equality on its banners, but it simultaneously dismantled the welfare state using austerity rhetoric for legitimization. It also undermined social solidarity and rejected many structural reforms which are needed to reach genuine equality. This narrow market-oriented vision of equality promoted by some strands of equality politics has resulted in the overemphasis on emancipatory aspects of paid employment and ignoring the value of care work. This tendency, as Elena mentioned already, has also been observed in the case of EU policies, which have largely incorporated the gender perspective as a tool serving economic goals by increasing flexibility and effectiveness, rather than a critical perspective serving equality per se. The result has been a system which accepts some token women in positions of power, but leaves many women behind. Moreover, and this is also one of the topics that has been widely discussed by critical feminist scholars recently, the hegemony of identity politics, with its focus on individual empowerment and recognition, has to a large extent hindered a meaningful critique of progressives' own entanglement in the neoliberal logic. As Nancy Fraser recently argued, and here I quote, "The talk of diversity, empowerment, and non-discrimination equated emancipation with the rise of a small elite of talented women in the winner-takes-all corporate hierarchy, instead of with the latter's abolition."
And here I believe that these tendencies have added to a feeling of frustration and disappointment with equality politics in general, leading many people to frame it as an elitist project and leading them to seek alternative empowerment in right-wing anti-modernist political projects. And it is in these contradictions of progress under neoliberal neopatriarchy that I believe we can find the key to understanding popular support for mobilizations against gender. Therefore, together with Hungarian scholars Andrea Petu and Esther Kovács, we argued that those various mobilizations are not so much targeting advancements in gender equality, but rather that gender has functioned in them as symbolic glue. This means that rather than being the primary target in itself, gender and gender equality have been used as a language to voice discontent with a bigger systemic crisis of globalized neoliberalism. Gender ideology has become a metaphor for the neoliberal idea of progress and the rampant individualism it has promoted. Rejecting gender ideology has therefore become a way to oppose the insecurities and challenges created by the current state of politics. The counterproposal offered by the right, which we will talk about more tomorrow, and I actually have another presentation strictly about the illiberal right and the alternative project for women that it has. So if you still want to join us tomorrow, it will be great. So this counter-proposal that the right offers has instead been centered on the nation. It's been centered on strengthening the nation state against the forces of globalization. It has been centered on putting the family firmly back in the center of politics. And it has been centered on bringing back the welfare state to advance the social standing of those who are seen as belonging to the nation. So, of course, not everyone, but still a lot of people. Right-wing projects thus provide a powerful alternative to neoliberal democracy and the liberal equality paradigm, which have long been the object of relative consensus across Europe. It is an alternative that brings people a sense of practical security, economic security, and even ontological security, which many feel they have been lacking. And I want to finish with an anecdote that I believe illuminates some of the reasons for the popularity of this traditionalist anti-modernist project. In 2016, I was finishing field research in a city of Lublin in eastern Poland. It's a medium-sized city. And I was talking to young men who decided to join right-wing paramilitary organizations. And I vividly remember one conversation I had with a 16-year-old who presented himself as a strong proponent of traditional family and a firm critic of gender ideology, as he said, and feminist marches, which he viewed as individualistic and not serving normal women like his mother. After our conversation, I asked him why traditional family is so important to him personally. He looked outside the window and pointed to the surroundings. He then told me that after the industry has been privatized or closed down, there were few jobs left and all his friends are looking to leave their hometown, hoping for a better future. His father, too, emigrated to Germany to support their family. This is why, he explained to me, when he gets older, he wants to have a steady job in uniformed services, and he wants to be certain that, unlike his father, he will be able to eat dinner with his children and his wife every day. So, what is the takeaway here? Is this young man simply exercising his male privilege? Has he been duped into thinking that gender equality is the enemy? Or could there be a deeper systemic reason why he takes the anti-gender familialist rhetoric as his own? And I just want to make it clear, I am not advocating for empathy for anti-gender actors here, but I'm actually advocating for sharpening our analytical tools to understand the processes in question, to understand why so many people, and especially young people, are now supporting those movements.
If opposition to gender is indeed a symbolic glue, like we argued, if it is indeed a glue joining different sentiments against the challenges created by neoliberal globalization, then looking beyond the monster and into the crisis that breeds it is a necessary first step for us to start forging a more effective counter strategy. Thank you so much. That's it for today. Ja, vielen Dank, Frau Cebalska. Und bleiben Sie gleich da. Frau Cebalska, Frau Zacharenko, Frau Lunacek, wir kommen jetzt gleich hier oben zusammen und gehen in die Diskussion. Genau, gerne mit ein bisschen mehr Licht. Es ist ja jetzt doch einiges, wenn Sie das, genau, wer ein Übersetzungsgerät braucht, sollte es weiterhin benutzen, weil wir jetzt auch weiterhin übersetzt werden, also ist die Diskussion auch Deutsch-Englisch geführt wird. Sie können in der Sprache sprechen, auch hier im Publikum, in der Sie gerne sprechen möchten. Die simultanen Übersetzerinnen sind weiterhin on job. Ich würde ganz gerne jetzt den Referentinnen und jetzt Podiumsgästen auch nochmal Gelegenheit geben, auch auf das, was Sie von den anderen gehört haben, zu reagieren. Ich würde aber ein Stichwort gerne mit reinwerfen, was mir jetzt besonders von Frau Cebalska auch im Ohr geblieben ist, dieses Stichwort der Klebstoff. Anti-Gender wird als Klebstoff genutzt, um andere Ziele zu verfolgen. Vielleicht, Frau Lunacek, wie haben Sie das erlebt oder wie schätzen Sie es auch ein? Dann nehme ich einstweilen das hier. Ja. Also auch vielen herzlichen Dank für beide. Und ich habe selbst, ich habe das dann nicht eingebracht, weil ich wollte auch auf diesen Teil eingehen, weil ich auch sehr überzeugt davon bin, dass das, was die Frau Cebalska gesagt hat, einfach stimmt. Also in großen Zügen. Dass ein großer Teil derer, die den Rechtspopulisten da sozusagen kleben bleiben, wenn man den Klebstoff hier symbolisch nimmt, mit der sozialen Lage auch zu tun hat. Aber in dem Sinn, dass einfach der Wunsch nach der Vergangenheit, der traditionellen Familie und dieses gesellschaftlichen Zusammenhalts, das Problem dabei schon das ist, dass damit auch eine traditionelle Rollenverteilung in deren Köpfen drinnen ist, glaube ich. Auch in dem wahrscheinlich 16-Jährigen, den Sie da in Lublin, mit dem Sie gesprochen haben. Weil wenn er dann sagt, er möchte jeden Tag mit der Frau und den Kindern essen daheim, ist die Frage, wer kocht das Essen? Weil wenn die Frau, also wenn das traditionelle Familienbild ist, dann heißt das, dass er der Ernährer ist und das Geld nach Hause bringt, also jetzt sehr traditionell gesagt, und sie putzt und kocht und betreut die Kinder und all das. Wenn sie auch einen Arbeitsplatz hat, einen außerhäuslichen, dann muss entweder er kochen oder sie müssen wen anstellen fürs Kochen oder irgendwie halt anders dafür sorgen. Und ich glaube, dass diese Kombination der sozialen Frage und des Verlusts des Arbeitsplatzes und des Verlusts der gewissen Sicherheit, die es im Wohlfahrtsstaat gegeben hat und in Ost und West, also waren zwar andere, aber es war die Versorgung des Staates, jetzt grob gesagt, für die Bevölkerung war da. Dass das hier die Geschlechterstereotypen in Frage zu stellen und zu sagen, Frauen wollen auch wenn sie Kinder haben und auch wenn sie verheiratet sind, mit Männern oder mit Frauen, wollen sie auch ihre Beschäftigung, ihre außerhäusliche Arbeit haben. Und das heißt eine andere Verteilung der Arbeit, der Bezahlten und der Unbezahlten. Und ich glaube, darin liegt auch der Reiz für diese rechten Gruppierungen, sich die Genderfrage herzunehmen, weil das auch mit so viel Emotion verbunden ist. Da gehört Liebe und Sexualität und das auch alles dazu. Ja. Ja. Aber das ist, mir kommt es dann gerade so vor, wie so ein, es gibt auch so diese Klebstreifen, wo Fliegen dran hängen bleiben im Sommer. Also dass man, eigentlich ist er ja auf der Suche nach einem Lebenskonzept. Ja? Und er sagt, ich hätte es gerne so, aber er sagt nicht, ich suche mir eine Frau, die das auch gerne so hat, sondern
die Politik soll das so richten. Und insofern ist es vielleicht auch noch in anderer Hinsicht eine Art von Klebstoff in andere politische Lager, weil man darüber Allianzen schmieden kann. Aber ich will es jetzt auch nicht zu weit in die Richtung treiben, weil ja auch das Publikum gleich dran ist. Aber wenn Sie auch noch reagieren möchten auf das, was Frau Lunacek oder Frau Zacharenko gesagt hat, bitte schön. Should we just take questions from? Yes, we can. Gut, dann gehen wir gleich ins Publikum. Ist auch ein Mikrofon unterwegs. Bitte um Wortmeldungen und dann kommen wir auch wieder zurück aufs Podium. Bitte schön. Wer möchte sich einmischen? Dort ist die Erste. Sagen Sie ruhig auch, vielleicht wenn Sie in irgendeiner Weise mit dem Thema befasst sind. Ja, also Stephanie Meyer, auch aus Österreich, aus Wien. Genau, ich werde morgen auch ein bisschen was zu dem Thema sprechen. Hätte jetzt aber noch mal eine Frage oder auch noch mal einen Kommentar eben zu genau dieser letzten These, die hier jetzt diskutiert wurde. Also die Idee, dass der Erfolg des Rechtspopulismus auch eine Antwort auf neoliberale Politiken ist, ist ja jetzt per se nicht so neu. Das wird auch schon relativ lange diskutiert. So, ja, geht noch, Entschuldigung. Die Frage wäre jetzt für mich nochmal, was ist das Spezifische an diesen Gender-Diskursen da drin? Also warum hängt sich denn dann gerade Gender-Politik auf? Also das wäre hier die Frage. Und das Zweite wäre jetzt nur noch so eine, und sozusagen da nämlich dann ja auch gerade nicht nur an dieser neoliberalen, framebaren Gleichstellungspolitik, sondern ganz massiv natürlich an allen radikaleren, queeren, eben genau Identitätspolitiken in Frage stellenden Geschichten. Also ich denke, könnte man die These vielleicht nochmal ein bisschen nachschärfen. Mhm. Und ein zweiter ganz kleiner Punkt noch zum rechten Projekt und Sozialstaat. Also in Österreich sehen wir gerade, wie eine rechte Regierung den Sozialstaat in unglaublicher Geschwindigkeit abbaut. Also da sozusagen, denke ich, sind auch nicht alle Rechten gleich vielleicht oder so. Also das stehen lassen. Gut, das ging an Frau Czabalska. Should I already? Okay. Unfortunately, I will be speaking English, if you don't mind. Thank you very much. Is this framework new? Of course it's not. And I tried to name at least 5-6 other scholars in different countries who have been developing this line of thought, just to not keep them invisible. But it's not new in academic discussions, but I think it's still very, it's not deeply ingrained in policy discussions or in the political, in party politics. So I think it's still worth trying to reiterate that again and again. Now, why are these movements using gender? This is, I think already Ulrike has had a great intuition saying that gender, because family, gender roles, all these things are very much connected to our feeling of ontological everyday security. Who we are in the world, this feeling of safety, feeling of normalcy. I think that's what makes gender very much, you know, the chosen concept. However, as we know, I'm not sure, maybe Esther can then confirm that, but we already see that in some countries, like in Hungary, it's not really gender that's chosen for this role. At least from what I take from the news, I see that you have this refugee discussion as the symbolic glue, if anything, right? So it doesn't need to be gender. This can be, the topics can be different depending on the local context and what the given party things will be more useful. And so, yes, yeah, so there are significant differences between parties. Right now, I think the Polish populist illiberal party is certainly, I shouldn't use this term here, but is certainly more popular, more similar to this national socialism ideal, in that it really takes care of socioeconomic rights, while at the same time being very, very vocal in its opposition to other progressive ideas. Can I just add something that when Judana said that in Hungary, the issue is not as much gender, but more of the social issue in that. But I think the refugees, sorry, yeah.
It's the refugees, but it's also now with the way they talk about Soros, the Jewish and anti-Semitism, I think for a certain group of people. But I think also because of my own experience with Hungary, I have been by Scholt Bayer, one of the, I don't know whether they're still friends of Orban, one of the sort of journalists who attacked me for my lesbian being in Budapest with the Pride and so on. So that's also, and it's seen as also coming from outside and from Brussels and from the bad EU. So I think, as you say, it's different glues they find, but they all have to do, as you say, with a certain emotion, with something where people can maybe connect to better than to other areas. It's something that you can, I don't know, you can raise, it's always the other, it's always some scapegoat, you know, somebody or some group of people where you don't have to look what your own, where you or the government, whoever makes their own faults or their own errors, or you yourself as a citizen, but you can always blame it on somebody else. And that I find, this is really a very dangerous thing. Dankeschön, jetzt gab es hier vorne die nächste Wortmeldung. Ja, hallo, ich bin Regina Frey, ich bin morgen auch nochmal dran, aber kann mich jetzt nicht ganz zurückhalten. Ich wollte eine Anmerkung machen und habe auch eine Frage. Die Anmerkung bezieht sich auf diese Frage, diese Gender Equality Politik der EU als neoliberales Projekt. Ich teile das nur teilweise und ich würde gerne darauf hinweisen, dass zum Beispiel Gender Mainstreaming, wenn man wirklich in die Ursprünge guckt, überhaupt keine Elitenangelegenheit war, sondern tatsächlich ganz viel Umverteilungspotenzial hat, weil es sozusagen ein Analyseinstrument ist, was eben Ungleichheit in der Politik sichtbar macht und auch soziale Ungleichheit. Und ich finde es ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt, diese Schlüsse so schnell zu ziehen, weil dieser Elitenvorwurf ist ja ein neurechter Vorwurf. Also Anti-Elite ist einer der wesentlichen Stilmittel der neuen Rechten, die da oben, wir da unten. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig und ich würde gerne, dass man genau hinguckt, weil meine These ist, dass diese diskursiven Strategien Ablenkungsmanöver sind. Also die katholische Kirche macht Sexualpolitik, weil sie von ihren eigenen Problemen ablenkt, vor Pädophilie und vor Frauenfeindlichkeit, antidemokratische Züge. Da dürfen Frauen immer noch nicht in bestimmte Ämter, also Ausschlüsse, die vehement und hart sind. So, und dann greife ich nicht andere an, um meine eigenen Dinge nicht zu stark aufpoppen zu lassen. Das hat ja Frau Lunacek auch sinngemäß gesagt. Und dann, daran schließt sich die Frage an, wenn wir bei Elite sind, dann würde ich nämlich gerne die Frage stellen, ob Sie weitere Erkenntnisse haben über die Finanzierungsstrukturen, weil diese Kampagnen sind wahnsinnig teuer, sind also sehr aufwendig. Und es gibt ja tatsächlich erste Hinweise, dass zum Beispiel katholische Kirche relativ viel Geld da reinsteckt und aber auch teilweise Adelige, also alter Adel tatsächlich sehr stark agitiert. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich komme dann immer so ein bisschen in Verschwörungstheorien rein, aber trotzdem gibt es diese Hinweise. Ja, und das fände ich mal ein sehr spannendes Thema, also Finanzierungsströme zu gucken und warum haben die verdammt so viel Geld. Also das ist ja die Schwierigkeit. Danke. Frau Zacharenko, können Sie da was zu sagen? Sure, thanks. I think I'll address more the second part of your question on the funding flows. And it's interesting what you say about the Catholic Church wanting to distract from their own problems. I think that may well be true, but they're only one of a whole range of actors. I think, you know, they've inspired a lot of people, at least as was mentioned. You know, there's a sort of a social policy that the Catholic Church has that has inspired a lot of the anti-gender movements, but they do not necessarily act on behalf of the church. Always, you know, there's an inspiration and there's often support. Sometimes it's more obvious, sometimes it's less obvious.
But it's, I wouldn't necessarily equate the two. I think the Catholic Church has its own objectives, and then some of these movements have completely different, or not completely different, but more political objectives of their own. And they may be linked to political actors in individual countries, political parties. I think, you know, there's a distinction to be made there. In terms of the funding they receive, well, again, there was already a mention of this report that came out on this Agenda Europe network, which contains a bit more information. But it, to be honest, you know, looking at where the money is coming from what we know, it doesn't seem to me that they collect money in a much more nefarious ways than other NGOs do. You know, it's sort of, it's raising funds among supporters and collecting donations. And whenever you go to any website of these anti-choice organizations, there's a donate button and you basically donate. And of course, they're supported by specific political movements. And of course, they're supported by some select rich people. And we know about some links to Mexican millionaires, actually, and Russian oligarchs. But to be honest, you know, if you just look at it on that level, is it completely different from what is happening on the so-called progressive end of the scale? I mean, there's also very wealthy individuals who are promoting their own favorite political causes on that end of the scale. So who is to say that, you know, the one is legitimate and the other is not? You know, I mean, I, of course, I have my sympathies, but I don't necessarily think that you can say, well, I don't like these ideas, so they shouldn't be receiving money. I mean, that's a whole other discussion. Okay, dann hatten wir dort die nächste Frage und dann hier vorne. Ja, Jutta Ebling, ich war mal Frauendezernentin und manches andere in Frankfurt. Ich habe zwei Bemerkungen zu machen. Erstens mal zu dem Geld. Natürlich haben Sie recht, dass man den Geldhahn nicht abstellen sollte und kann. Ich würde es nur gern wissen. Ich würde einfach nur gerne wissen, und ich glaube, das würde auch eine Aufklärung in der Gesellschaft bedeuten, welche Individuen, welche Firmen, welche Organisationen diese Rechten unterstützen. Nicht, weil ich sage, das ist illegitim, sondern weil ich zum Beispiel dann, nehmen wir mal an, es wäre Nutella, keinen Nutella mehr kaufen würde. Also man könnte daraus eine Strategie entwickeln, wenn man wüsste, woher das Geld kommt, und dann könnte man möglicherweise auch den Kampf dagegen führen. Deswegen würde ich es gerne wissen. Die zweite Frage, und ich bedanke mich sehr für die wirklich interessanten Vorträge hier, haben mit dem Neoliberalismus und dem Zusammenhang von Geschlechterpolitik und Neoliberalismus zu tun. Ich will einen Verdacht äußern, um die Debatte ein bisschen anzuheizen. Mich erinnert das ein bisschen an vor sehr langer Zeit, da war immer vom Nebenwiderspruch die Rede. Da war die Frauenfrage der Nebenwiderspruch, der Hauptwiderspruch war die soziale Auseinandersetzung, und das hat ja auch dazu geführt, dass 68 die Männer irgendwie da marschiert sind und die Frauen zu Hause waren. So, also mit anderen Worten, ich habe das Gefühl, oder ich wollte wissen, ob ich das, diesen Zusammenhang von Anti-Gender-Politik und Neoliberalismus in diese Ecke, ob ich die falsch da einordne. Wenn das so ist, also tut es mir leid. Ich möchte zu der Frage, ist das ein Klebstoff oder ist das ein Vorwand oder ist das, meinen die eigentlich was ganz anderes, möchte ich sagen, ich glaube, dass die das meinen. Ich glaube wirklich, dass die Frauen an den Herd zurück wollen, haben wollen. Die meinen das wirklich, die meinen das nicht als Vorwand, sondern die möchten, wie in dieser schönen Anekdote, die Sie berichtet haben, die möchten tatsächlich die Rollenverteilung wieder so haben, dass die Männer hinausgehen ins feindliche Leben und die Frauen am Herd sitzen. So, und das ist das, wogegen man, glaube ich, sich politisch organisieren muss. Danke. Richtet sich an Frau Czibalska, denke ich. Thank you very much.
I'm not sure if I got the whole question, so I'll try to work my way around it. No, it doesn't work. I can try this one. So I said that I'm not sure if I got the first part of the question. If any of you did, then you can answer. So the glue. Maybe I wasn't very clear about this concept, what we meant with this concept of gender as symbolic glue. We did not mean to say that that gender issues are not targeted. Of course they are. And when you look at those actors on the institutional level, of course they want to achieve a new gender regime, new old gender regime. Of course they want to have a new mode of governance, which is very gendered. And they are very clear about that. Our question was more about the public support for that and why people are so eager to support these movements. And here our understanding was that it's not because all those people want a new gender order or want women back in the kitchen. It's rather because this metaphor works to actually in many ways voice deeper fears and deeper discontent. So this is the idea. Of course, the end goal is of course to change certain policies, to withdraw certain laws, and to put a new gender order in place. However, it wouldn't have been so successful if this wasn't used as this metaphor, as this symbolic language. I don't know if I can manage to. Maybe just one thing on the funding. Oder ich kann es auch auf Deutsch sagen. Ja, wenn wer vorher Englisch spricht, dann geht das fast automatisch. Aber ja, ich sage es auf Deutsch. Die Frage mit der Finanzierung. Es gibt ein paar Studien, die Frau Sacharenko hat das auch gesagt, wo mehr drinnen steht. In ihrer eigenen Studie sind, glaube ich, ein paar Beispiele davon gewesen, wo die Finanzierung herkommt. Ich glaube, es ist wirklich sehr gemischt. Es sind ein paar wirklich sehr reiche, auch Individuen. Es sind teilweise ja, religiöse Organisationen, also katholische, aber auch irgendwelche evangelikalen und ähnliche. Aber was wir im Europaparlament versucht haben, ist ja dieses Transparenzregister für Lobbyisten zu verstärken. Und ein bisschen was ist gelungen, aber leider zu wenig. Weil nämlich auch dann solche Organisationen, das heißt auch, also heißt auch die NGOs, die mir nahe stehen, ja? Also auch die müssen sich, wenn sie dauerhafte Eintritts-, also diese Zugangskarten für das Europaparlament haben wollen und nicht jedes Mal, wenn sie rein wollen, über irgendeinen oder eine Abgeordnete registriert werden müssen, dann müssen sie sich in diesem Transparenzregister registrieren und sie müssen reinschreiben, wie viel Geld sie pro Jahr für solche Lobbyaktivitäten ausgeben. Wir, also meine Fraktion, wir hätten gern gehabt, dass das noch sehr viel detaillierter drinnen steht, nämlich was sie da genau machen. Wen laden sie wohin ein, wen laden sie zum Essen ein und nicht nur am Würstelstand oder in Brüssel in der Pommesbude, sondern so. Also das hätten wir gerne und ich finde, das müsste auch konkreter sein, damit es relevanter wird und damit man wirklich besser sieht, wer welches Geld wofür ausgibt und wofür es kommt. Aber das ist leider noch nicht gelungen. Vielleicht kommt es ja noch einmal. Und darf ich nur noch auch einen Satz dazu, zu was Sie gemeint haben, also die Gender Equality Strategien und Gesetzesvorschläge, die von der Kommission und mit dem Europaparlament gekommen sind, für mich sind die auch nicht alle jetzt nur im neoliberalen Mainstream. Da hat schon sehr viel gegeben, was auch viel weitergebracht hat. Es ist immer noch zu wenig, aber es hat leider halt in der Wirtschaftspolitik und auch bei der Gründung der Wirtschafts- und Währungsunion zum Beispiel keine gemeinsame Steuerpolitik verankert, wo man zum Beispiel sowas wie eine sinnvolle Vermögensteuer, ja, oder Erbschaftssteuer auch unterbringt, wo dann Gelder der Staat anders verwenden kann und nicht in privaten Händen bleibt, die sich dann selber entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. Dankeschön. Jetzt hatten wir hier vorne die nächste Wortmeldung. Ich bin Esther Kovac, ich bin morgen auch dran, deshalb versuche ich mich kurz zu halten. Ich habe eine Frage an Frau Lunacek und an Elena. Frau Lunacek hat erwähnt, dass in den letzten Wochen jetzt 333 konservative, fundamentalistische NGOs an den Generalsekretär des Europarats sich gewendet haben.
in der Sache der Istanbul-Konvention. Sie haben sich nicht gegen die Konvention gewendet, sondern sie haben zwei Forderungen. Eins davon ist, das Wort Gender mit Männer und Frauen zu ersetzen. Und Elena hat auch erzählt, dass das auch eine der Ebenen der Diskussion im Europäischen Parlament ist, dass einfach das Wort Gender von Dokumenten wegzuhaben. Und in diesem Brief wird sogar auf einen Satz von Vera Jourova, der Kommissarin, berufen, die Gender-Based Violence als Gewalt, die auf der Basis von Gender, Gender Identity und Gender Expression ist. Also von ihr wird dieser Satz zitiert, obwohl in der Istanbul-Konvention Gender und Gender-Based Violence in einem Second Wave oder in einem in einer anderen Bedeutung beschrieben sind, wie so Gender ist in die Rollen, Zuschreibungen, Möglichkeiten, Beschränkungen auf der Basis, ob man Mann oder Frau geboren ist. Gender-based violence ist, die hauptsächlich Frauen wegen der hierarchischen Geschlechterordnung zutrifft, bla bla. Also meine Frage ist an euch und Sie beide, ob das nur eine List ist von den konservativen Akteuren oder ob sie tatsächlich meinen, dass das ein Problem ist, dass so unterschiedliche Gender-Definitionen sind. Weil ich habe die Vermutung, dass tatsächlich unterschiedliche Gender-Definitionen im Aktivismus, im Policymaking unterwegs sind für die unterschiedlichen LGBTQI und Frauen und feministischen Anliegen, und das können diese Akteure daraus so das instrumentalisieren oder daraus etwas machen? Mhm. Also gerne. Okay. Also es stimmt sicher, dass auch einfach im Rahmen der letzten 10, 20 Jahre oder noch länger der Begriff Gender, jetzt mal auf Englisch, also seitdem mehr die Rede ist auch von Transgender-Personen oder eben Geschlechtsidentität, also Gender Identity, ist, finde ich, auch die Gefahr manchmal da, dass es verwechselt wird, was jetzt gemeint ist. Heißt jetzt Gender die Frage der, also ganz gut, der Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern? Ja? Oder geht es um Transgender-Personen und Geschlechtsidentität? Das ist tatsächlich manchmal ein Problem, auch in Diskussionen. Ich glaube, dass diese Gruppierungen, also ich glaube, deren Problem ist, dass sie auch nicht wollen, dass sich die Geschlechterrollen verändern, ja, sondern die wollen traditionelle Frauen und Männer, sage ich einmal ganz plump. Vielleicht nicht alle, aber so tendenziell schon. Und die haben auch schon einiges, also mit den Transgender-Personen, ich glaube, das verstehen sie zum Teil nicht oder wollen es nicht verstehen. Und sie haben sicher was gegen Lesben und Schwule, weil das einfach heißt, weil dass da auch die, also und dass die dann auch noch Familien haben wollen, ja, weil das einfach diese, das, was, ich weiß, wer von Ihnen das erwähnt hat zu Beginn, dass eben sexuelle Handlungen nur mehr für die Fortpflanzung da sein sollen. Ja. Darf ich eine kurze Anekdote erzählen? Ich habe im Europaparlament einmal, als einer, ich weiß nicht mehr wer es war, ein Abgeordneter, genau gesagt hat bei solcher einen Debatte, und eben Sex hat eigentlich nur da zu sein für die Fortpflanzung. Ich habe mir es dann nicht nehmen lassen können. Ich habe dann mit so einer blauen Karte eine Frage an ihn stellen können und habe gesagt, ich möchte Sie jetzt schon fragen, also genau weiß ich es nicht, aber ich möchte Sie jetzt schon fragen, ob Sie denn jedes Mal, wenn Sie Sex haben, tatsächlich Kinder kriegen wollen. Es wurde mir dann schon gemeint, also vom Präsidium her, ist jetzt vielleicht nicht so ganz passend, diese Frage, aber ich habe gefunden, ich muss das schon auch einmal sagen. Aber ich glaube, dass diese Gruppierungen, die haben nicht unbedingt das Definitionsproblem. Sie wollen diese traditionellen Rollen bewahren, und sie sind mittlerweile auch in ihren Formulierungen sehr raffiniert geworden. And very sophisticated manchmal. Also so, sie haben es gelernt, so zu formulieren, dass es nicht leicht ist, ganz einfach dagegen zu argumentieren. Ja, aber erinnert mich jetzt an das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie gesagt haben, wir mussten auch natürlich in unserem Bericht auf die Sprache achten, so zu formulieren, dass es strategisch geschickt ist. Und gleichzeitig ist es ja auch bei Ihnen deutlich geworden, man muss, wenn man was haben will, was erreichen will, auch das exakt
formulieren. Vielleicht ist es ja sogar eine Chance, wenn man von dem Begriff, der offensichtlich so unterschiedlich verstanden wird, wegkommt und in der, vielleicht zu einer anderen Sprache findet. Ich weiß es nicht. Wie sehen Sie das? Yeah, just to add to already what Ulrike said, yeah, I think it's a major problem that there's a really kind of a lack of clarity on the definitions at EU level itself, and I think there's a lot of fuzziness also in the sort of pro-gender, whatever, however you want to call it, camp. I think what's interesting though is very often when you see the sort of the anti-gender groups or individuals making amendments or demanding amendments to European Parliament texts, they don't try to remove the entire notion of equality between women and men. They don't say, there'll be a paragraph that says, blah, 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 something about gender equality. And they don't say, remove this paragraph. They say, no, replace the word gender with equality between women and men. So they're not, at least at this level, they're not trying to say, we don't like women and men being equal. They just oppose the term and they oppose, the notions that it carries with it, which I think is quite important to note that at least, either they're not ready to officially show this idea that they have of completely restructuring society, or their opposition is purely to the fuzziness of the definition. But it's an interesting fact that at least at this level they're not making this huge leap. Ja, mein Name ist Dorothy Beck. Ich arbeite an der Philipps-Universität in Marburg in dem Projekt Antigenderismus in der, in Anführungszeichen, in der medialen Debatte. Und ich würde gerne noch mal etwas dazu sagen und fragen, was ist eigentlich gemeint mit Gender? Weil mir geht das noch ein bisschen zu sehr durcheinander und es ist mir noch nicht differenziert genug. Natürlich gibt es auf der einen Seite diese fundamentalistische Richtung, die in traditionelle Geschlechterverhältnisse zurück will. Aber auf der anderen Seite haben wir Homosexuelle in der AfD. Wir haben sehr selbstbewusst auftretende Frauen der Identitären, die sozusagen die das Selbstbestimmungsrecht der deutschen Frau gegen die triebgesteuerten Orientalen verteidigen will. Das ist eine komplett andere Richtung und die gibt es auch und die ist nicht weniger rechtspopulistisch oder extrem rechts. Also es reicht einfach nicht zu sagen, die wollen uns einfach zurückhaben an Heim und Herd. Es muss schon ein bisschen genauer differenziert werden. Deswegen möchte ich auch differenzieren zwischen Gender as a symbolic glue oder wie Birgit Sauer sagt, Gender as a empty signifier, also im Prinzip eine leere Hülle, in die jeder reinpacken, was er gerade so kann, was er gerade so denkt, und explizite, ich sag Antifeminismen als auch politische Zielsetzung mit aber sehr unterschiedlichem Schwerpunkt und auch mit sehr großen Widersprüchen, wie ich das gerade eben gesagt habe. Ich finde, man muss das sehr, sehr genau unterscheiden. Und dieses Ding, die wollen zurück in die 50er Jahre, wohin auch immer, das ist einfach viel zu einfach. Vielen Dank. Jetzt nehmen wir da hinten die Wortmeldung noch dazu. Und dann gab es hier vorne noch eine. Ja, mein Name ist Anja Wolde. Ich bin Gleichstellungsbeauftragte der Goethe-Universität hier und würde auch gerne noch plädieren für immer, immer mehr Differenzierung, weil ich auch das Gefühl habe, wir verstehen nach wie vor nur sehr wenig, was gerade gesellschaftlich passiert und auch global passiert in den verschiedenen Ländern und Diskursen. Ich würde an einem Punkt auch gerne noch schon mal ansetzen mit der Differenzierung, der vorhin ein bisschen mehr im Raum war, wo es auch noch mal um die Frage war, der Bewertung der Gleichstellungspolitiken in Institutionen der EU, also auf politischer Ebene, weil wir ja oder ich in der Position bin, dass ich solche Politiken auch vertrete, sehe ich,
Ich sehe nicht, wie wir aus den Widersprüchen, die damit verbunden sind, Gleichstellungspolitiken zu machen in Institutionen, heraustreten können. Ich möchte aber mir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir diese Politiken nicht mehr haben, weil ich denke, sie sind sehr substanziell immer noch Motoren für eben genaueres Hingucken, für Momente von Veränderung und sind selbst an den Universitäten nicht nur reine Elitenförderung. Und ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen der Wahrnehmung, die von außen herangetragen wird an Genderpolitiken oder an Gleichstellungspolitiken in Institutionen, zwischen den Widersprüchen, die tatsächlich in den Politiken liegen, wo wir auch selber uns immer dazwischen bewegen, einerseits genau innerhalb der Institution so wenig Bewegungsspielraum zu haben, dass wir tatsächlich manche Politiken, also Effekte produzieren, die wir gar nicht unbedingt wollen, aber eben auch immer noch ein Angebot machen und Räume schaffen, wo sich auch kreativ-kritische Politik immer weiter auch entfalten und äußern kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen auch unterscheiden zwischen den, also zwischen unseren Politiken und denen, wie sie dann genutzt werden, ob das jetzt von Unternehmen oder anderen Einrichtungen ist, um sie dann wieder zu verdrehen in andere Politiken. Und das sind ganz unterschiedliche Bewegungen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht selber das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, naja, das ist alles schon so problematisch und das bringt nachher gar nichts. Ich glaube, umso mehr wir Gegenwind haben, ist es wichtig, auch diese Politiken zu haben. Und, aber sie selber auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Ja. Und ich stecke in den wissenschaftlichen Diskursen zurzeit nicht so drin, in den, also gerade diese Kreisen um dieses Phänomen des Rechtspopulismus. Aber was mich im Augenblick immer beschäftigt, einfach als zeitungslesende, nachdenkende Person, dass ich glaube, es geht ja ganz doll um fertig zu werden mit der Unübersichtlichkeit im Augenblick von gesellschaftlichen Verhältnissen. Also ich glaube, die ökonomische und soziale Frage ist eine Frage, aber die Unübersichtlichkeit durch neue Medien, durch globale Politiken, wo wir die Zusammenhänge ja selbst als kluge, analytisch geschulte Menschen manchmal überhaupt nicht mehr verstehen, warum, welche Effekte macht eigentlich, bringt was hervor, welche Politik, was passiert damit, die Schnelligkeit von sozialen Medien. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich den genau anguckt, was das für eine Unsicherheit auch gesellschaftlich erzeugt, neben den sozialen Unsicherheiten. Und dass eben dieses Zurückgehen auf Klarheiten, klare Strukturen, und ich meine, Gender wird ja auch abgelehnt als soziale Konstruktion, also überhaupt das Infragestellen von Biologie und der Rückgriff auch wieder auf biologistische, rassistische und so weiter Werte, das ist ja auch ein ganz wichtiges Zeichen dafür sozusagen. Entschuldigung, es war ein bisschen länger jetzt. Ja, aber. Dankeschön. Nein, wertvolle Gedanken. Hier vorne gab es noch eine Wortmeldung, die würde ich vielleicht gerade noch dazu nehmen. Genau dort. Thank you. Und dann kommen wir wieder aufs Podium. My name is Rebecca Sevilla and I work for Education International, that is a confederation of education unions based in Brussels. I come from outside Europe. I come from Peru, but I work in Brussels as a Dutch citizen. And I'm from outside, I would like to make some concrete points towards the commonalities. And my framework, in terms of my entry point, I would like to understand rights as a glue. Because in terms of the different causes, different groups of population are fighting for, some of these conversations become related to my experience. I can talk about the indigenous rights, and I work in the field of education and indigenous rights, climate change, HIV/AIDS, not from the latest conversation, but also from many years ago. Coming from Latin America, the impact of the Congregation for Doctrine of Faith and the role of Benedict as a pope. I mean, it has a long story in my political experience, but also in my current experience as a human rights and policy officer at Education International, we monitor we follow up on the policies, global policies on education related to the girls' right to education and the vocational training and women's empowerment at the Commission on Status of Women in New York. And we followed this discussion for almost like 15 years. And we have seen in front of us how these forces behave, how much space are taken,
and the role of the conversation of the gender equality at the UN architecture a long time ago, and the current, how do they perform even within UN women? And I'm not attacking UN women, I think it's a space that we have to defend. But at the same time, this is a kind of question about, is it relevant in this moment to have to hold the fifth World Women's Conference? So this is a kind of issue. And for me, the question that different groups that are fighting at the UN and climate change, indigenous rights, HIV, and women's rights, and we are behaving or not connecting enough. That for me is an area of concern. The issue of education, what's the role of this? I mean, we talk about public services, but one person talk about it. But it is, there's a major trend on privatization, and we have just one corporate, Pearson, it make in 1 year on sales, like 4.5 billion pounds, only 1 year on sale. So and they are selling to some countries, probably some countries in Africa, Latin America, but also in Europe. So for me, the question of if we're talking about public services and there is a concrete fight and the role of education and this particular issue become important. For me, is what kind of glue we can, in terms of the strategies, looking for the solution, how do we can support each other? Mm-hmm. Yeah. Thank you. I would like to thank you very much for the comment about and for bringing up Brigitte Sauer and her concept of gender as an empty signifier. I would just like to say that it is my understanding that before we start criticizing those anti-gender actors for not being clear on what they're opposing, we should actually go back to what Elena already mentioned, namely that we can't really reach an agreement on what gender is within our camp, right? Is it, as you know, second wave, third wave, second wave feminist thought, is it a primary way of signifying relationships of power? Is it an identity, as more and more groups connected to trans activism claim? Is it just the cultural layer of put around sex? Is it freely chosen? Is it imposed on us? There's so many questions that within the so-called progressive camp cannot really be answered. And so we end up defending the term without really knowing what we stand for. And I think this is a major problem. But I also very much agree with what you said about the right not really wanting to push women back into the kitchen. And it is certainly my understanding too, that if that this is certain, that this is not what they are trying to do. They are opposing different things and they are certainly fractured. But if anything, at least looking at the Hungarian and Polish case, because unfortunately these are the only two ones I studied in detail, we can see that the right actually has an alternative project for these women. It might not be the project we are on board with, it might not be something we understand as empowerment, but it is certainly an alternative gender regime, which is also very beneficial to a lot of women. For example, it contains a lot of socioeconomic rights, which were not put in place by former liberal governments. So in this sense, these women don't feel like they're being pushed back into the kitchen. If anything, they are feeling that finally, after years of having this double burden of housework and paid work, they can now at least have one, not two. So in this sense, is it empowerment? It's debatable, but it's certainly seen as beneficial by many, many people. Yeah. Auch zu dieser Frage noch mit der Definition von Gender, weil ich glaube, ich gehöre, und ich bin keine Wissenschaftlerin, ich gehöre zu der, also meiner Generation von Feministinnen, wo ich schon noch finde, dass die Definition, dass Gender das soziale Geschlecht ist, während Sex ist das biologische und dass so quasi die Konstruktion entsteht und manches suchen wir uns aus, manches nicht, aber es ist sozusagen das, was sozial konstruiert ist, gesellschaftlich konstruiert ist. Und ich habe für mich ist die Ablehnung des Terminus Gender bei diesen
ja, Rechtspopulisten und wer immer sonst noch da dazugehört, hat schon damit zu tun, und das heißt nicht unbedingt, dass die Frauen alle zum Herrn Herr zurück müssen, aber dass sie diese soziale Konstruktion von Geschlecht nicht akzeptieren wollen, zumindest die meisten. Und ich erlebe auch und habe erlebt, dass sehr oft, wenn sie dann sagen, aber für Gleichheit sind sie schon, also Equality schon, aber dann kommt gleich der Nachsatz, aber man kann nicht Ungleiches gleichstellen. Was dann für manche bedeutet, Männer und Frauen sind ungleich und deswegen können sie nicht gleichgestellt werden. Also das sagen sie dann oft in Diskussionen, so auch wenn sie es nicht definiert haben wollen, wenn sie sagen, sie wollen Equality between men and women. Aber das kann leicht heißen, weil Frauen und Männer eh nicht gleich sind, kann man das eh nicht machen. Also sie geht ja dieses nicht um Spiel gleich machen, sondern um die gleiche passiert schon manche auch. Ja. Und nur ein Wort zu der Frage, die oft auch in also vor allem in internationalen feministischen Kreisen kommt, wir brauchen unbedingt eine fünfte Weltfrauenkonferenz. Also ich halte das für keine gute Idee, weil wir haben noch nicht einmal die Aktionsplattform von Beijing vor 22 Jahren wirklich umgesetzt. Und wenn jetzt eine käme, da käme nichts Gutes heraus. Ich habe noch 1000 Fragen auf meinem Zettel und wahrscheinlich Sie auch. Deswegen ist es gut, dass dieser Abend zwar jetzt zu Ende geht, aber diese Tagung noch nicht. Denn ich glaube, da hängen jetzt noch sehr viele Fragen, die man noch sehr intensiv diskutieren kann. Auch die von Nationalismus, nationaler Verantwortlichkeit, aber transnationalen Bündnissen, was wir jetzt hier gehört haben, auch was kann die EU eigentlich ausrichten. In manchen Dingen wünschte man, sie könnte mehr ausrichten. Manchmal fürchtet man sich davor, was passiert wohl, wenn es so wäre. Also wir könnten jetzt sicher noch ewig lange weiter diskutieren, können wir aber nicht, denn dieser Abend, diese Veranstaltung ist an dieser Stelle vorbei. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank Frau Lunacek, Frau Cebalska und Frau Zacharenko. Und wünsche Ihnen allen und auch den Referentinnen und den anderen, die im Publikum sind, noch sehr, sehr, sehr erfolgreiche viele Stunden, um dieses Thema weiterzutreiben. Und jetzt erstmal einen schönen Abend. Dankeschön. Applaus